die ganze Situation an mit dem Regen und so, also richtig dramatisch. Ja. Guck mal, jetzt hab ich automatisch männliche Gesundheit. Ja, also wenn das Spiel genau weiß, dass sie es jetzt andersrum machen wollen. War die Sequenz von dir vorhin nicht sogar schwarz-weiß? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ich glaube nicht. Ja, es ist gerade. Na, streng dich an, ich hol mal die Waffe. Die Flashbacks mit der Familie. Ja, kurz vor deinem Tod läuft dein Leben nochmal an dir vorbei. Einfach wäre das nett. Okay, jetzt wär's fast ein Mensch. Jetzt verstehe ich fast ein Mensch. Man kann ja hämmern, wie man will. Aber das ist ja die Gesundheit. Das stellt die Gesundheit einfach da. Wow. Mit der Wassertruppe. Ich bin viel mehr angeschlagen wie du. Ja, aber das, man hätte halt trotzdem noch sozusagen die Möglichkeit gehabt, wer war zuerst am Ziel. Kannst du deinen Brief selber bringen. Wie du wortlos zuguckst. Ja. Macht's noch schlimmer. Blutsbruder. Vincent wollte das alles nicht. Mit dem Motel. Nee, immer noch Trailer Park. Hey. Hi. Can I come in? Sure. Aber er redet tatsächlich mit ihm. Hi. Hey, Alex. Muss man doch als Polizist. Where's Leo? Linda. We need to talk. Sie weiß ja noch gar nicht, dass er Polizist ist.
Alex, why don't you go out and play some ball? Okay. You wanna play? Not right now, baby. We need to talk. All right. Fenster ist doch auf, oder? It's about Leo. What about it? In dem nächsten Fenster sieht man, wie sie weint. Oder wütend ist. Weißt du mich aus? Was? Was, Sascha? Was? Ja, jetzt erklär's mir noch meinem Sohn, was du gemacht hast. Guck mal rechts, Alex. Gibt es da keine Möglichkeit, dass beide hätten leben können? Anscheinend nicht. Ob sie sich freut, dich zu sehen? Hey, Carol. Denk schon. Hier. What's this? It's my resignation from the Bureau. It's over, Carol. I'm out. Please. Just give me one more chance. I named her Julie. It's a beautiful name. Yeah. She's got your eyes too. I'm sorry. I know you are. You want to come in? Ich wollte gerade sagen, jetzt lass dich doch gehen. I'd love to. Wäre jetzt schade, wenn sie ihn trotzdem jetzt verlassen hätte. Ich meine, es war sein Beruf. Es war jetzt doch nicht ein Liebesbrief, ne? Hast du gemerkt? Klar, das Begräbnis von ihm ist natürlich nur annäherungsweise so grundvoll. Jetzt bist du da mal im
Haus. Pass gut auf deine Mama auf. Ich mag keins der beiden Enden. Ich finde das sogar noch schlimmer. Nicht, weil ich es jetzt als Charakter war, sondern weil man einfach sieht. Weil man was sieht. Geld. Bei deinem Charakter sei Beerdigung, ne, waren einfach viel mehr Leute und angesehener Beruf. Und da jetzt so auf die Art scheißegal, dass der jetzt weg ist. Nur die Familie. Ja. Aber bei dir, deinem Charakter, also du winnst, ich habe da nicht Freunde gesehen, da war auch nur die Frau, das Baby auf dem Arm, wo noch nichts mitbekommt und die Arbeit. Gut, kann sein, dass er in der Arbeit Freunde hatte, wie die Pilotin, aber da war danach schon wieder Schluss, ne? Ja. Traurig. Trauriges Spielende. Schade, das ist im Mittelweg wäre schon schön gewesen. Zeigt aber, dass es eventuell Kids with a Delgel wird, ne? Ja, aber vielleicht ein anderes Spiel in die Richtung, hoffentlich. Ich hoffe, dass, ja gut, in dem Fall EA mit so Spiele weitermacht. Oder andere Spiele, Entwickler diesem Beispiel folgen. Es hat wie immer Spaß gemacht, Way Out mit dir zu spielen. Ja, war lustig. Das war's mit A Way Out. Wir schließen das Let's Play jetzt hier ab. Wir hoffen natürlich, es hat euch Spaß gemacht. Zeigt es uns, indem ihr ein Like da lasst, ein Kommentar da lasst. Und uns wieder begleitet wird, wenn wir wieder irgendwann ein anderes Live-Let's Play starten auf Twitch. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zum Twitch-Kanal zu mir. Oder bei Feche ist ebenfalls auf Twitch aktiv. Das war's mit A Way Out. Haut rein, möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao. Tschüss.